Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung OrgaTV. Mein Name ist André. Die heutigen Themen sind zum einen Lebach. Wir haben euch letzte Woche schon einen groben Überblick über das Thema Lebach gegeben. Diesmal wollen wir euch einen tieferen Einblick geben. Das ist, wie ich finde, ein wieder sehr emotionaler und eindrucksvoller Beitrag. Und schaut einfach gleich mal selbst. Dann haben wir noch als nächstes Thema unser Sportkonzept zum Thema Leadership, was wir euch vorstellen wollen. Wir haben uns letzte Woche zusammengesetzt und haben uns da etwas überlegt. Und das wollen wir euch in einem Beitrag vorstellen. Darauf wartet ihr wahrscheinlich alle schon. Dann haben wir noch etwas aus der Reihe Tipps und Tricks. Diesmal 5 Tipps zum Semesterbeginn. Dann darf ich dazu passend noch 2 Studiogäste, einmal Jan Schomer und Javier Pehner, bei mir im Studio begrüßen aus dem Mentorenprogramm. Dann, wie ihr mitbekommen habt, haben wir auch aus der Reportagenreihe Flüchtlinge wieder was für euch. Ich denke, das ist ein Thema, was an keinem momentan spurlos vorbeigeht. Das interessiert auch sehr viele von unseren Zuschauern und kommt auch sehr gut an. Also da haben wir sehr gutes Feedback bekommen. Und Hanna und Priyanka waren schon in verschiedenen Flüchtlingslagern. Eins davon war Lebach vor 1,5 Wochen. Darüber haben wir euch letzte Woche schon einen Einblick gegeben. Diesmal noch wieder ein Interview mit dem Herr vom Landesverwaltungsamt. Und diesen Beitrag möchte ich euch diesmal auch nicht vorenthalten. Schaut einfach mal selbst rein. Letzte Woche haben wir euch bereits mit den Basisinfos zu der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Lebach versorgt. Heute möchten wir euch weitere Einblicke und Eindrücke gewähren. Auch was Dr. Christoph Hoffmann, der Direktor der Landesaufnahmestelle, weiter zu berichten hatte, möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir wollten von ihm wissen, was sein bisher prägendstes Erlebnis war. Also was sehr, sehr prägend ist, man bekommt schon viele Schicksale von Menschen mit, was sie erlebt haben in ihrer Heimat, auf ihrem Weg. Wir haben immer mal wieder Menschen hier, die ohne Gliedmaßen ankommen, wo Beine fehlen, wo Arme fehlen. Wir haben vor kurzem ein 3-jähriges Kind gehabt, was hier ankam. Das hat noch einen Bombensplitter im Kopf stecken gehabt. Das haben wir dann gleich ins Krankenhaus verlagert. Das sind schon Sachen, die einen sehr, sehr tief beeindrucken. Für normale medizinische Fälle und Fragen ist in Lebach eine eigene Praxis eingerichtet worden. Die Praxis wird hauptsächlich ehrenamtlich von saarländischen Ärzten betrieben, die sich dort ihre Schichten teilen und zusammenarbeiten. Auch einen Apothekencontainer gibt es, an dem die Rezepte der Ärzte eingelöst und die Medikamente wenig später abgeholt werden können. Zurück zu Dr. Hoffmann. Dieser kann nämlich nicht nur von negativ prägenden Ereignissen berichten, sondern möchte auch einige schöne Erfahrungen mit uns teilen. Ich muss mal sagen, gibt es natürlich auch sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Vor allem hier im Sommer habe ich erlebt das Sommerfest, was für die Kinder veranstaltet wurde. Da sieht man lauter strahlende Kinderaugen. Und dann ist vieles von dem Schlimmen in dem Moment zumindest vergessen. Und das ist mit Sicherheit auch was, was prägt und schön ist. Auch schwangere Frauen werden in Lebach durch ein Netzwerk von ehrenamtlich arbeitenden Hebammen versorgt. Derzeit sind ca. 150 schwangere Frauen in Lebach untergebracht. Auch wie man in Lebach mit anpacken kann, wollten wir wissen. Also was uns zuerst mal sehr, sehr freut, ist, dass die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sehr groß, sehr ausgeprägt ist, von Anfang an in allen möglichen Bereichen. Wir haben, um die vielen ehrenamtlichen Hilfen zu koordinieren, im Sozialministerium eine Stelle eingerichtet, eine Hotline, an die man sich wenden kann. Und da kann man dann noch nähere Auskünfte erhalten, wie man sein Hilfeangebot am besten anbringen kann. Wenn ihr an einem freien Nachmittag spontan die Idee habt, nach Lebach zu fahren, um zu helfen, so ist das natürlich sehr löblich. Aber hört euch an, was Dr. Christoph Hoffmann dazu zu sagen hat. Es ist ja sinnvoll, diese Flüchtlingskrise wird aller Voraussicht nach noch eine ganze Weile anhalten. Und es ist wichtig, dass wir über lange Zeit durchhaltefähig sind. Und deswegen macht es auch Sinn, dass man den Einsatz auch der freiwilligen Kräfte zumindest in einem gewissen Umfang koordiniert, um die Durchhaltefähigkeit da sicherstellen zu können. Generell ist in Lebach aber jede Hilfe sehr gerne gesehen. Und auch wenn es in Lebach in erster Linie um das Ankommen der Flüchtlinge und nicht direkt um die Integration geht, ist auch für Ideen, die über das reine mit Anpacken bei der Erstversorgung hinausgehen, in Lebach Platz. Wie wäre es beispielsweise mit einem kleinen Fußballspiel oder sogar einem Turnier?
Auch eine Art Networking-Prozess zwischen Studenten und gleichaltrigen Flüchtlingen, die kurz davor stehen, in eine der Kommunen integriert zu werden, können sich die Zuständigen in Lebach sehr gut vorstellen. Denkbar wäre hier zum Beispiel ein Informationsstand, bei dem wir als Studenten Frage und Antwort stehen. Aber nicht nur bei Fragen zur Uni, sondern eben auch in anderen wichtigen Punkten. Beispielsweise, wie komme ich in Deutschland an einen Führerschein? Wie funktioniert denn das Schul- und Hochschulsystem? Und eben alles, was sonst noch für Flüchtlinge in unserem Alter relevant ist. Die aktuelle Situation wirft natürlich eine große Menge an Fragen auf, das ist klar. Aber wenn jeder mit angreift, dann finden sich auch Lösungen. Davon sind in Lebach alle überzeugt. Ja, wie man in dem Beitrag gesehen hat, Sport verbindet Menschen, egal aus welcher Herkunft und bei welchem Alter. Und das hat man jetzt nochmal gesehen und baut auch Beziehungen auf zwischen den Menschen. Den Aspekt Beziehung und Führungsstile im Thema Sport wollen wir euch jetzt auch noch einmal näher bringen. Wir haben vergangene Woche die Reportagereihe zum Thema Leadership im Sport angekündigt und wir saßen die letzten Wochen zusammen und haben uns darüber ein Konzept überlegt. Dabei wollten wir uns überlegen, was ist eigentlich Führung, welche Stile gibt es im Bereich Führung und das Konzept wollen wir euch jetzt einmal in einem Beitrag vorstellen. Viel Spaß dabei! Was ist eigentlich Führung? Führung fängt schon in unserer Kindheit an. Das ganze Leben ist davon geprägt. Unsere Eltern führen uns in den ersten Momenten durchs Leben und danach folgen Erzieher, Lehrer, Trainer und auch Freunde, die uns eine Richtung vorgeben und auch vorleben. Dies kann mit oder ohne Intention geschehen. Wir möchten in unserer Beitragsreihe auf die intentionelle und professionelle Führung im Sport eingehen. Entscheidend für den Erfolg sind verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, der Einsatz von Führungstechniken und soziale Beziehungsfähigkeit. Im Sport gibt es drei verschiedene Rollentypen, der Coach, der Captain und das Team. Diese stehen in verschiedenen Beziehungen zueinander, die sich in der Art und Intensität unterscheiden. Frei nach dem Motto raus aus dem Unternehmen und rein in den Sport haben wir uns an der Führungsstilmatrix von Blake und Newton orientiert und die dann auf den Sport übertragen. Das Ergebnis sind verschiedene Führungsstiltypen, in der wir unsere Trainer einordnen möchten. Die verschiedenen Führungsstiltypen, insgesamt 5 Stück, unterscheiden sich jeweils durch ihre unterschiedlichen Anteile von Aufgabenorientierung und Beziehungsorientierung. Aufgabenorientierung heißt hierbei, der Trainer konzentriert sich nur auf das Erreichen von Zielen und Erfolgen und nicht auf das Zwischenmenschliche. Spricht man von Beziehungsorientierung, so ist gemeint, dass die Ausrichtung auf Verständnis und Unterstützung sowie das Bemühen des Trainers um die Zuneigung seiner Spieler im Vordergrund steht. Diese beiden Dimensionen bilden also dann die Achsen der Matrix. Dabei entstehen folgende 5 Trainerführungsstile. Als erstes der Drillmeister. Der Drillmeister beschränkt den Einfluss persönlicher Faktoren auf ein Minimum. Er praktiziert ein hohes Maß an Aufgabenorientierung. Die Beziehungsorientierung spielt bei seiner Art der Mannschaftsführung keine Rolle. Dies dient für ihn als Grundlage für den Mannschaftserfolg. Der Förderer. Pampern ist hier die Devise. Der Förderer zeichnet sich durch hohe Beziehungsorientierung und geringe Aufgabenorientierung aus. Er nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse der Spieler und bewirkt ein gemächliches und freundschaftliches Mannschaftsklima. Der Teammanager hat eine hohe Leistungserwartung an die engagierte Mannschaft und erwartet gemeinschaftlichen Einsatz für das Mannschaftsziel, verbunden mit Vertrauen und gegenseitiger Achtung. Sowohl Beziehungsorientierung als auch Aufgabenorientierung sind hier sehr hoch ausgeprägt. Als nächstes haben wir noch die Waage. Führt ein Trainer im Führungsstil der Waage, so ermöglicht er der Mannschaft eine angemessene Leistung, indem er ein Gleichgewicht herstellt zwischen der Notwendigkeit, die Leistung zu erbringen, und der Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Moral in der Mannschaft. Beziehungsorientierung und Aufgabenorientierung sind gleich stark und jeweils auf einem mittleren Niveau ausgeprägt. Der Minimalist. Der Name ist Programm. Der Minimalist unternimmt nur minimale Anstrengungen zur Erledigung der geforderten Aufgaben. Mehr als ein schlichtes Überleben, sei es in der Liga, als Trainer im Verein, ist nicht angestrebt. Weder Aufgaben noch Beziehungsorientierung sind hier hoch ausgeprägt. Anhand dieser Theorie haben wir Fragebögen für Mannschaft, Trainer und Kapitän entwickelt. Wir freuen uns auf die neuen Einblicke, die uns erwarten und sind gespannt, was wir herausfinden werden. Ja, zu dem Beitrag eben kann man nochmal sagen, wir haben das
etwas überspitzt dargestellt, also die 5 verschiedenen Trainertypen. Allerdings kann man das nicht so universal sagen. Zu jeder verschiedenen Sportart oder zu jedem Spielertyp kann man verschiedene Aspekte von jedem einzelnen Trainertyp verwenden und man kann das nicht so verallgemeinern. Also das war auch keine Wertung, aber damit es ein bisschen interessanter aussieht, haben wir das ein bisschen überspitzt dargestellt und verbildlicht für euch. Passend zum nächsten Beitrag habe ich noch 2 Studiogäste, Jan Schumer und Javier Pena aus dem Mentorenprogramm. Und wir führen die Reportagenreihe Studiumtipps fort, diesmal mit dem Thema 5 Tipps zum Semesterbeginn. Heute haben wir 5 Tipps für den Studienanfang. Erstens, keine Angst. Also erstmal, hab keine Angst vor dem Studium oder vor dem Alleinesein. Die meisten von deinen Mitstudierenden und Kommilitonen sind in der gleichen Situation und kennen niemanden. Es ist einfach eine neue Lebensphase, in die du hineinkommst. Da es allen so geht, musst du keine Angst haben. Zweitens, Einführungswoche. Am Anfang steht die Einführungswoche. Sie ist deshalb wichtig, weil einfach der ganze Studienablauf und die weiteren Semester erklärt werden. Aber zum Beispiel auch, wie du dich für Kurse anmeldest oder deinen Stundenplan zusammenstellst. In dieser Woche gibt es dann auch einen Rundgang über den Campus und abends dann eine Kneipentour. Außerdem kannst du bereits in der Einführungswoche Kontakte zu anderen Studenten knüpfen. Unser dritter Tipp lautet, in der Vorlesung aufpassen. Die Vorlesungen sind zugegeben ungefähr das langweiligste am ganzen Studium. Aber es ist wichtig, dass du, wenn du da bist, auch aufpasst. Andernfalls verlierst du 2 bis 3 Stunden deiner Zeit und nimmst rein gar nichts mit. Wenn zu deinen Vorlesungen Übungen angeboten werden, geh auf jeden Fall hin. Diese Übungen vermitteln praktisch, was du am Ende für die Klausuren können musst. Viertens, Selbstorganisation. Es ist nicht mehr wie in der Schule, dass die Eltern und Lehrer dir sagen, dass du hingehen musst. An der Uni ist das eben jedem selbst überlassen. Auch die Art des Lernens ist neu, denn im Gegensatz zur Schule sagt dir keiner mehr haargenau, was du zu lernen hast. Das musst du schon selbst rausfinden und dann den Lernstoff auch selbst einteilen. Du siehst, Selbstorganisation ist dabei bereits die halbe Miete. Unser letzter Tipp lautet einfach, aber wahr, Kopf hoch. Wenn du mal durch eine Klausur durchfällst, weil es nicht so geklappt hat, wie du es dir im ersten Semester vorgestellt hast, dann ist das nicht schlimm und auch kein Weltuntergang. Das kann jedem passieren. Nimm die zweite Chance wahr und steck nicht sofort den Kopf in den Sand. Nicht den Spaß verlieren. Nicht den Spaß an der ganzen Sache verlieren. Wenn du keinen Spaß am Studium hast, dann weißt du, dass es nicht das Richtige für dich ist. Und wenn zum Beispiel jemand Geburtstag hat und fragt, lass uns etwas trinken gehen, dann sei nicht so verbissen und genieß einfach dein Studentenleben. So, jetzt darf ich noch 2 Studiogäste bei mir begrüßen. Einmal Jan Schumer und Javier Pena aus dem Mentorenprogramm dieses Jahr. Erstmal zu dir, Jan. Wo kommst du her und was machst du, wenn du so einen Tag frei hast? Ja, und zwar, ich komme ursprünglich aus dem Saarland. Habe natürlich dann auch hier angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren, bin jetzt in meinem 3. Mastersemester und nun auch schon etwas längere Zeit Mentor. Ich mache das Ganze jetzt zum 8. Mal und ja, es macht Spaß. Ja, wie lange bist du schon Mentor jetzt? Jetzt insgesamt 4 Jahre, also ja, 8 Semester ungefähr und habe schon einige Erfahrungen sammeln können. Ja, ja, also es macht dir Spaß und kannst du es auch weiterempfehlen an andere Leute? Natürlich, also gerade wer neu in Saarbrücken ist, dem kann ich das nur raten, weil man da einfach schnell an neue Kontakte, neue Kommilitonen kommt. Ja. Ja. Und wie viele Erstis betreust du und welche Fächer hast du da? Ich betreue hauptsächlich Wirtschaftsinformatik und manchmal noch, wenn Not am Mann ist, BWL. Und momentan betreue ich 12 Mentees, und also dieses Semester, und generell habe ich ungefähr jetzt über die Jahre ca. 150 Mentees angesammelt. Okay, und du hast ja eben auch die Tipps aus dem Video gesehen. Sind das auch so Tipps, die du an deine Mentees gibst? Und was ist so der wichtigste Tipp, den du dann deinen Leuten gibst? Also der allerwichtigste Tipp ist auf jeden Fall, Kontakte zu finden. Also es kann immer mal sein, dass man zu zweit oder zu dritt an einem Arbeitsblatt arbeitet und man bekommt einfach nichts hin. Und wenn der 4. oder 5. dazukommt,
fängt es langsam an zu klappen und es ist schon sehr, sehr wichtig, die Kontakte, auch später im Berufsleben eben. Ja, das kenne ich auch, also wenn man irgendwo hängt oder irgendwo hakt, ist es eigentlich immer gut, viele Leute dort zu kennen, weil manchmal, also alleine schafft man es einfach gar nicht im Studium. Und ja, einmal auch zu dir, Javier. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus Madrid und wohne schon habe 17 Jahre in Darmstadt gewohnt. Ja. Und kannst du auch Spanisch fließend sprechen? Ja, klar. Ja, okay. Das ist meine Muttersprache. Und du bist da geboren? Ja, in Madrid. Okay. Ja. Und wie gefällt es dir hier? Jetzt ist ja ein anderes Bundesland. Ja, ist auf jeden Fall anders als so Rhein-Main-Gebiet. Ja. Aber Saarbrücken ist auf jeden Fall ganz schön. Ja, mehr los als in Darmstadt teilweise. Ja, und du studierst auch Wirtschaftsinformatik? Ja, ich studiere auch Wirtschaftsinformatik. Ja, das ist ja auch ziemlich bekannt eigentlich für Wirtschaftsinformatik. Genau, und, vor allem Informatik. Genau, ist ja auch eines der bekanntesten in Europa, ne? Hast du auch schon mal gesagt. Genau, okay. Ja. Und was ist für dich von deiner Seite aus so das Wichtigste? Also wo sagst du, deswegen habe ich das gemacht? Wirtschaftsinformatik? Ich meine das Mentorenprogramm. Achso, das Mentorenprogramm. Ich komme ja nicht aus der Gegend, dann halt Tipps für Saarbrücken, was man hier machen kann, wo man hingehen kann, und auch wichtig, um Kontakte zu knüpfen auch, ja. Mit anderen Wirtschaftsinformatikern und auch Tipps von halt höheren Fachsemestern, ja. Die zum Beispiel Kontakte knüpfen, hat auf jeden Fall geholfen, um dann bei schwierigen Aufgaben dann voranzukommen und so Sachen. Okay, ja. Also hast du schon neue Leute, hast du schon eine Clique bei dir in so einem Freundeskreis, in den du gekommen bist? Ja, auf jeden Fall. Also nach 4 Wochen. Ja, also bist auf du jeden gut, Fall. Bist du gut, ja, ja, gut integriert. Okay. Und also nochmal allgemein zum Mentorenprogramm. Was begeistert dich denn so an der Aufgabe? Und warum hast du das gemacht? Was motiviert dich da, so eine Vertrauensperson zu sein für die ganzen Mentees, also die Erstis? Ja, und zwar aus 2 Punkten im Prinzip. Der erste ist das, dass ich auch mal eben in der Lage war. Ich hatte damals leider keinen Mentor und hätte mir aber gewünscht, einen zu haben. Und ich kenne eben halt auch die Probleme der Erstsemester. Gerade jetzt in Wirtschaftsinformatik ist eben das Problem, die reinen Wirtschaftsinformatik-Veranstaltungen beginnen erst ab dem 3. oder 4. Semester. Und in den ersten 2 sitzt man entweder halt fast nur mit BWLern oder eben fast nur Informatiker in einem Hörsaal. Und da halt dann speziell Kontakt jetzt zur Wirtschaftsinformatik zu knüpfen, ist deutlich schwerer als sonst. Ne? Und deswegen habe ich mich dann doch für das Mentorenprogramm angemeldet, um den Erstis dann eben Tipps zu geben. Ja, finde ich auch toll, dass du das machst. Also das ist ja auch neben deinem Studium dann nochmal ein bisschen Zeit, was da drauf geht. Was unternimmst du denn dann mit deinen Erstis, wenn du die so mitnimmst oder wenn ihr was ankündigt? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer wieder auf die Mentees selbst an. Also im letzten Sommersemester beispielsweise waren wir im Staatstheater. Aber auch sonst so, also der soziale Aspekt, den schreibe ich sehr groß. Wir gehen ab und an in Kneipen, damit die Leute sich auch untereinander kennenlernen. Oft auch ein bisschen fächerfremd. Ja. Also ich veranstalte beispielsweise Veranstaltungen meistens dann noch mit 2 anderen Mentoren, die zum Beispiel nur BWLer jetzt dann haben. Ne? Und damit man sich einfach untereinander mal kennenlernte. Ja, ja, das kenne ich auch bei mir. Als ich Ersti war, die Kneipentouren, da lernt man schon sehr viele Leute kennen, mit denen man dann noch Jahre danach was zu tun hat. Cool. Und was ist so das Wichtigste deiner Meinung nach an dem Mentorenprogramm? Das Wichtigste ist eben, die Erstsemester richtig einzuführen in die Uni. Es ist eben keine Schule mehr. Ne? Okay. Und da den Leuten mal einen kleinen Tritt zu geben, um auf den richtigen Weg zu bringen, weil es halt eben schon viel Arbeit ist. Ne? Ja, klar. Und hast du noch irgendwie so ein bewegendes Erlebnis, wo du sagst, das ist mir einmal so passiert? Hast du da irgendwas noch? Ja, eine kleine Anekdote habe ich. Und zwar vor 2 Jahren, glaube ich, war das, hatte ich einen Mentee aus Russland und sie studierte noch am Studienkolleg und lernte erst für 5 oder 6 Wochen Deutsch. Und sie wollte eben, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, partout nicht mit mir auf Englisch sprechen, sondern auf Deutsch. Und da gestaltete sich die Stundenplanung eben dann doch etwas schwer. Ne? Okay. Aber am Ende hat es dann doch irgendwie funktioniert. Ja. Okay, ja, so ist das. Also ist aber auch eigentlich nicht verkehrt, wenn man dann so die Sprache lernt. Das ist ja auch eines der wichtigsten Sachen am Anfang. Ja. Und eine letzte Frage noch. Wie wird man Mentor und was hat man davon und wie viel Zeitaufwand ist das ungefähr so pro Woche?
Also der Zeitaufwand ist da sehr variabel. Es kommt immer auf die Mentees an. Dieses Semester mit meinen 12 Stück ist das ungefähr bis 2 bis 3 Stunden in der Woche. Mhm. Ich hatte auch ein Semester über 50, da ging das schon an die 10 Stunden pro Woche am Anfang zumindest. Ne? Okay. Und wie wurde ich Mentor? Naja, ich habe mich einfach beworben, einfach um das Wissen auch weiterzugeben. Okay, ja, dann schon mal vielen Dank, dass ihr beide da wart und danke, dass du das auch machst. Und dann dir auch noch viel Erfolg bei deinem Wirtschaftsinformatik-Studium. Ja. Dann möchte ich noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche geben. Wir haben das Flüchtlingslager in St. Ingbert besucht, haben da auch noch wieder einen Beitrag für euch dann zusammengestellt. Dann haben wir noch als Tipps und Tricks wieder aus der Beitragsreihe Tipps gegen eine Erkältung, was ihr da machen könnt. Und dann haben wir noch unseren ersten Leadership-Beitrag zum Thema Sport. Ja, dann sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und dann bis zum nächsten Mal um 18.18 Uhr auf orga.tv.